mal, guck mal, der bewegt sich. Der kommt her, oder? Ich hab mich nicht. Digga, was? ApoRed und Leon Mascher in ihrem natürlichen Habitat. Hello, darkness, my old friend. Na, du, na, wo sind wir hier gerade? Wir sind am Aasee. Warum sind wir am Aasee? Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in den Zoo. In den Zoo? Oh, ja, yeah. In den Zoo. Oh, yeah. Yeah. Ist da wer verliebt in so Blümchen, ja, und sowas? Ja, das ist total schön, diese gelben Blümchen überall. Du meintest mal zu mir, du magst die nicht, diese gelben Blümchen. Ja, die stinken meistens. Aber die sehen voll schön aus. Stinken Butterblumen? Keine Ahnung. Warte mal, ich rieche mal dran. Ich will die nicht rausrupfen. Und? Nee, das sind Rapsfelder, die stinken. Nice. Nice. So, Schatz, uns. Was meinst du? Räuberleiter, dass du dich da draufsetzen kannst? Soll ich dich da hochriefen? Hoch. Machen wir? Challenge accepted? Yes. Wenige Momente später hat es geklappt. Räuberleiter regelt, liebe Freunde. Der Bizeps, der regelt das. Na, soll ich ein Foto machen von dir? Yes. Und jetzt sind wir auch schon am Zoo angekommen. Zoo. Auf welche Tiere freust du dich am meisten? Was sind denn da für Tiere? Hey, das haben wir doch gestern alles im Internet nachgeguckt. Ich hab die Elefanten. Ja, Elefanten sind am Start. Und Robben gibt's da, ne? Ja, da gibt's Hai. Und Hi. Es gibt, man kann da die Pinguine selber füttern. Da, Zoo-Eingang, oh, Allwetter zur Mütze. Okay, ja. Yeah. Yay. What? Da freut sich wer. Guck mal, ich hab einen Boomerang gemacht. Ein Boomerang? Ja. Du musst eben fokussieren. Das ist nicht bei Bären, das ist bei anderen Tieren so, bei Adlern. Bei Adlern? Ja, ich glaube schon. Guck mal, da ist Mr. Urso. Seht ihr das, liebe Freunde? Die Mama Bongo, die mich gerade so übelst böse anguckt, so, wild, du filmst mich. Die beschützt ihr Baby, die hat ein Baby bekommen vor einem Monat. Voll cute. Wild, du zoomst doch weiter. Nicht jeder freut sich, dich zu sehen, Schatz. Okay, so, wo gehen wir jetzt hin? Was erleben wir jetzt? Krasses wir hier. Gehen jetzt zu den nächsten Tieren. Wow. Ja. Nicht vor den Augen. Großes Babyeselchen. Hinter dem großen Esel. Da siehst du den kleinen Popo. Ah, ich sehe die hinter dem Kackenden. Alter, sei mal ein bisschen höflich, Bro. Der ruft die ganze Zeit Heil Hydra. Oh, da ist ja der, die das Kleine. Oh, oh. Ey, machst du mich an? Machst du mich an? Ich mach dich aus, Alter. Oh, das schmeckt so nice hier in Gefangenschaft. Was ist Gefangenschaft, Papa? Das sag ich dir, wenn du größer bist. Okay. Lass mich in Ruhe essen. Ich brauch kein Essen. Ich bin ein einsamer Krieger. Ich gegen die Welt. Das Universum braucht mich. Ich bin Super Esel. Erstmal meinen Fuß lecken. Oh yeah. Was hast du über meine Mutter gesagt? Was hast du über meine Mutter gesagt? Ich mach dich platt. Tot. Der hat gewonnen. Du bist der Sieger. Aha, abonniert Mr. Tricks XL. Grüße an Aras, Boss on YouTube TV, irgendwie so. Jo, ich bin's, Aras. Boah, der schreit ja voll laut, Alter. Der hört sich an, als wäre er gerade dazu gezwungen, sich ein Up-Rap-Video anzugucken. Jetzt frisst er sein Bein. Freunde, jetzt ist ganz ernst. Wir sind jetzt hier im Tropenhaus angekommen. Lass uns ein tropisches Abenteuer erleben. Wenn so alte Leute sich über das Wetter beschweren, ist es immer, es ist ja nicht die Temperatur, es ist die Schwüle. Kennst du das? Ja. Ja, genau, das ist das hier. Kann man nicht in Form von solchen Fischen Schutzgelder bezahlen bei irgendeiner Mafia? Wie nah der uns einfach ist. Da ist Vanessa. Da ist der Vogel. Der hat mir gerade eine Kampfansage gemacht. Hey, hübsche Freundin, darf ich die auch haben? Jetzt hat er gecheckt, dass ich Nein gesagt habe. Leute, hier ist eine Sirene. Hört ihr die Polizeisirene? Achtung. Was ist denn hier? Oha. Hey, Bro, was geht ab? Was geht, Bro? Lass dich weg, Alter. Was geht ab bei dir, Mann? Was geht ab, Mann? Jo, gib mir mal deine Hand. Willst du meinen Finger essen? Hier, iss mal. Iss. Oh, der will meinen Finger nicht. Obwohl, mit der Zunge so... There she be rolling. Boah, die hat gerade gefressen. Siehst du das? Boah, die ist randvoll. Siehst du das? There she be rolling. Ich komme, ich helfe dir. Ich komme dir zu Hilfe. Komm, wir chillen zusammen. Okay, ich will essen. Ich laufe mein Essen. Was machst du? Bro, wo bist du? Ah, da ist noch ein Bro. Hey, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich chill nur ein bisschen. Oh, das ist lecker. Das Ding ist, Krokodile sehen nicht nur aus wie Baumstämme. Sie verstecken sich auch unter Baumstämmen. Guck mal, das wäre schön, wenn das überall auf der Autobahn stehen würde. Digga!
ist Prank, Digga. Du, Leute, abonniert meinen Kanal, Leon Mascher. Leute, gönnt euch, es ist die Gönnung. Apo, Apo, das heißt Red. Apo, Apo, Apo. Das heißt Red. Guck mal, Leute, Apo Red und Leon Mascher in ihrem natürlichen Habitat. Schatz, ist das gemeint von mir, die beiden als Apo und Leon darzustellen? Apo. Das heißt Red. Miguel Pablo hat sich auch dazu gesellt. Oh yeah. Hey Leute, guck mal, das ist ein Arschgesicht. Der Typ ist einfach der Inbegriff eines Arschgesichtes. Guck mal, wie traurig er aussieht. Hello darkness, my old friend. Und Vanessa traut sich einfach nicht, über die Wiese zu gehen. Die geht einfach da ganz außen rum. Und ich bin so cool, ich gehe hier einfach drüber, weil Bad Boy und so. Da stand kein Betreten-Verboten-Schild. Ich durfte das. Oh, da ist ein Spielplatz. Der ist was für dich. Oh ja, Spielplatz. Oh Mann, okay, please. Im Elefantenpark. Warte, ich muss einmal kurz einen Elefanten filmen hier. Ich wusste doch, dass die auch grau sind. Hast du gerade ernsthaft gesagt, ich wusste doch, dass die auch grau sind? Ich bin so alt und groß und fett. Alle lachen mich aus, ich will abnehmen. Hui, hui. Challenge ist für euch, liebe Freunde. Ihr müsst rausfinden, welcher dieser Pinguine ist echt. Ich glaube, hier sind drei echte Pinguine versteckt, der Rest sind Puppen. Findet die echten Pinguine. Stoppt das Bild und sagt, zählt einmal aus, welcher der echte ist. Spaß, das sind alles echte Pinguine. Guck mal, wie ruhig die sind. Die sind voll am Chillen gerade. Krass, die schlafen mit offenen Augen im Stehen, ey. Alle stehen. Ich liege lieber. Preisfrage, wie groß bist du? Ich würde sagen, bist du so? Okay, da ist schon mal 1,60. Du bist schon mal größer. 1,60 sag ich doch. Hier, ne? 1,69. Immer noch. 1,9. Warum solltest du wachsen? Du bist über 21 Jahre alt. Ganz viele Kinderdinger gegessen. Wie heißen die? Fruchtzwerge. Fruchtzwerge. Wie groß ist dieser Winzling hier? So, und wie groß bin ich? Oh, Entschuldigung. 1,80. Ja, laut diesem Ding wäre ich 1,80. Also bin ich eigentlich, sagen wir mal hier so in dem Bereich, 1,78. So, und wo bin ich jetzt? Ja, hä? Als ob ich so groß bin. Guckt euch meine coole Augenbraue an. Ich bin ein blonder Emo-Pinguin. Der kratzt sich einfach am Arsch mit seinem Mund. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Hi, kleiner Mann. Was geht ab? Guck mal, wie nah der an uns dran ist. Hier ist meine Hand so. Hier bin ich so. Da ist der so. Voll krass. Der ruft. Wow, hier ist Kampfansage. Oha. Habt ihr das gehört? Hier ist Battle. Oha. Die battlen sich jetzt. Bro, wehr dich. Lass das nicht mit dir machen. Guck mal, Freunde, der macht Schritt 1 falsch. Er wehrt sich nicht, er ignoriert es einfach. Wir haben hier eine Wendeltreppe gefunden. Vanessa liebt Wendeltreppen. Okay. Wait for me, wait for me. Always on. Always on my mind and way. Der lächelt dich an. Der lächelt mich ja an. Guck mal, der bewegt sich. Der bewegt sich. Da kommt her, oder? Nee, they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oh, Digga, was? Oh oh. Freunde, ich hab grad Angst. Da kommt gerade so eine Ami-Pinguine. Hallo. Hi. Leute, ich bin's, euer King Julian. Moin, nicht die königliche Fusche. Marisha. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ich mag alle möglichen Tiere. Ja, aber außer Wespen, die magst du nicht so gerne. Ja. Und Mücken, was die gemacht haben. Mann, Aua. Was hast du denn gemacht? Hello, darkness, my old friend. Das juckt denn gar nicht. Damn, it feels good to be a gangster. Schweini. Bastian Schweinsteiger. Ja, der kackt mir in die Kamera. Ihhh. Das stinkt gleich. Nice. Im Kirschen, hier am Trauben. Paprika ist schon gegessen. Falls euch jetzt wundert, warum ist die Qualität jetzt doch so gut hier in diesen Vlogs? Das Ding ist, Vanessa hat eine sehr gute Kamera. Hast du die ganze Zeit schon so gemacht? In dem Stil will ich mir auf jeden Fall auch eine Vlog-Kamera holen. Das heißt, es lohnt sich für euch auf jeden Fall in den nächsten Livestreams einzuschalten. Da mache ich mich so ein bisschen für euch zum Affen, damit die Donations dann doch reinkommen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, es lohnt sich auf jeden Fall bei den Livestreams vorbeizuschauen. Kirsche! Komm! Jamila?
Du hast mich angelogen, du bist ein Gorilla. Und da hinten ist Jamila. Oh, da ist Jamila, ja, Jamila. Siehst du das? Das kleine Baby dabei. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. Ich bin das schnellste Land hier, aber ich gönn mir auch ein bisschen Ruhe. Guckt mal, Leute, da ist Kuchen-TV. Jo, Freunde der afrikanischen Steppe. Ja? Guck mal, wie süß die Knuddel. Schließen den aus. Was tanzen Flamingos gerne für einen Tanz? Flamingo. Ist das nicht Tango, was ich gerade singe? Ja. Ups. Ja, so ist das, liebe Freunde, wenn man eine Tänzerin zur Freundin hat. Ich kann ein bisschen tanzen, liebe Freunde. Ein bisschen kann er tanzen, das stimmt. Wir sind beim Tiger angekommen. Das wusstet ihr noch gar nicht, aber Tiger waren früher meine Lieblingstiere, als ich ein Kind war. Hello, that is my friend. Die beiden Tiger machen vorübergehend Urlaub in den Zoos Krefeld und Zürich. Ich wollte meine Lieblingstiere drauf. So, Freunde, jetzt einmal in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, das ist ein lebendiges Tier oder ist das einfach ausgestopft? Okay, das war ein Spoiler. Warum bewegst du dich, Bro? Warum bewegst du dich? Ja, jetzt rastet der voll aus hier so. Okay, Spiel vorbei. Hi als Leguan. Da steht bitte nicht füttern. Ja. Und jetzt füttern sie die. Ne? Jetzt kann man sie an die Scheibe stellen, dann kannst du an der Scheibe sehen, wie die füttern. Hey, ich hab Somnium-Karten. Will wer von euch Somnium-Karten? Schau mal, Elefant. Peppa. Die Elefanten sind, glaube ich, nicht kartendeckbegeistert. Liebe Freunde, wusstet ihr, dass das Schreien eines Elefants genutzt wurde, um den T-Rex-Sound bei Jurassic Park zu imitieren? Und liebe Freunde, die nette Dame beim Kiosk hat uns eine Brezel geschenkt. Die haben wir schon platt gemacht. Ich dachte mir, ich zeige Vanessa kurz einen kleinen Kartentrick. Cooles Deck, oder? Ja, definitiv. Du gehst gleich die Karten durch, wählst dir irgendeine Karte aus. Einfach irgendeine, die dir gefällt. Nicht die Herz 8, das wäre mir zu einfach. Eine Karte, die dir gefällt. Merkst du dir, zeigst sie auf der Kamera. Und das war's. Noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Hier, ich geh einfach weg. Ja? Welche Karte nehmen wir? Mitten ins Deck. Okay. Und jetzt? Du hattest eine rote 3 auf jeden Fall. Richtig? Ja, ich habe eine rote 3. Hä? Ja, ich habe eine rote 3. Du hattest aber nicht die Karo 3. Nö. Du hattest die Herz 3. Hä? Wie kommst du da drauf? Ja. Magic! Sehr gut. So, liebe Freunde, jetzt seht ihr mal die Entstehungsgeschichte von so einem Vanessa-Instagram-Foto. Folgt ihr auf Instagram, alles steht in der Videobeschreibung. Ich bin so fancy. Ich hab ne Krone. Ich hab ne Krone auf dem Kopf. Ich bin ein Kranich. Ich hab auch ne Krone. Oh, das ist ein Punker. Die Gnus da hinten so. Ja, Mufasa getötet. Interessiert uns nicht. Lang lebe der König. Simba und Nala. Na, Zibenya. Mamagi, Zimmerwohl. Inyama. Inyama. Can you feel the love tonight? Na, 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 na. Na, 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 na. Hallo Kuchen-TV. Machst du jetzt ein Grape gegen mich? Du siehst nämlich ziemlich hungrig aus. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. A real. Ich bin der Ritter, den Gotham braucht, ihn aber nicht verdient. Ich bin. Eine beschützt sein Essen. Die essen Tomaten. Die wirken immer so elegant und süß, aber eigentlich ist der garantiert voll aggro. Du suchst Streit, ja? Du suchst Streit? Leg dich nicht mit mir an, ich hab Cousins, Mann. Und ein Haus. Das ist ein ganz schön schickes Haus. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf diesen Fisch. Steine, Steine, Steine. Ich liebe Steine. Boah, der ist voll groß. Guck mal, wie groß der ist. Ja, das ist der übelste Styler Boy. Das ist ApoRed. Korrigier mich, ApoRed ist kein Affe, ApoRed ist ein Fisch. Du bist ein kleiner Fisch? Blub. Blub, 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 ich bin groß. Boah, ist der riesig. Alter. Ich kann nicht schwimmen. Kimmy, please. Was? Ist das ein Hai da hinten? Sieht aus wie ein Tigerhai. Ärger mit mir. Jetzt Ärger.
Ich hab Scheren, ich hab Hammer. Mach dich kaputt, guck dir meine Beine an, Alter. Ich bring dich um, Alter. Entspannt, sind hinter der Fensterscheibe versteckt. Du kannst gar nichts, du kannst gar nichts. Er reflektiert gerade sein Leben. Warum sind wir hier? Und Dab. Nein. So, aus dem Zoo sind wir jetzt raus. Wie fandest du das Schloss? Der Zoo war mega schön. Ja, ne, letztes Mal. Mega schön. Wir hatten so viel Zeit für uns auch allein, weil der Zoo einfach leer war. Und ihr seht, wir sitzen hier gerade am Aasee in Münster. Und was kann man am Aasee in Münster Besseres machen als zu grillen? Ja, jetzt lassen wir den Abend schön ausklingen. Er hat mega viel gerade eingekauft. Er hat einfach 3 Sorten Fleisch eingekauft. Minimum, ne? Und wir haben noch 400 Gramm Pute oder Hähnchen oder irgend sowas. Liebe Männer, schreibt mal alle und in die Kommentare. Und dann haben wir noch Maiskolben. Erklärt mal in den Kommentaren bitte, Vanessa, warum ich das gemacht habe. Wenn gegrillt wird, dann wird gegrillt und so richtig. Ja, aber doch nicht so viel, Schatz. Ja, ich will ja satt werden. Ja, aber das sind locker fast 1 Kilo Fleisch. Ja, aber ich will ja satt werden. Der Maiskolben ist umgeflogen. Wie schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du hast deinen Teller mitgegessen. Ich hab mich schon gewundert, ne? Ach, krass. Überall eingerissen. Ey, ich hab mich schon gewundert, so, hä? Ich hab das doch voll gut gegrillt, hat doch eigentlich voll gut geschmeckt. Warum hat das so eine pappige Konsistenz? So, hä? Hier, ohne Teller? Zergeht auf der Zunge. Mm. Letztes Stück Fleisch des Tages. Und dann gibt's Kirschen. Lecker, lecker, lecker. Hamm. Hamm. Das war ein super Abschluss. Lecker. Boah, da war die ganze Kräuterbutter drauf. Oh, ich bin einfach schon lange fertig. Kennt ihr das? Ey, ihr esst eigentlich viel weniger, aber beim Grillen, da schaltet das Sättigungsgefühl irgendwie ab. Kennt ihr das? So beim Grillen, ihr könnt so schaufeln, noch ein Steak. So irgendwie, das geht einfach rein beim Grillen, ne? Nein. Doch? Ja, doch, doch. Es geht auf jeden Fall einfach rein. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Und, dass ihr mal unsere Aussicht seht, wir haben uns direkt an den Aasee gesetzt. Da ist ein Dschungel gewesen. Und jetzt kommt ein Fahrrad. Da ist eine wunderschöne Aussicht. So ein Restaurant. Was ist da? So ein Flechtchen. Restaurant, Café, Bar. Ja, aber die haben die ganze Zeit so Musik gehabt. Das war wie so eine kleine Disco irgendwie. Aber kam die ganze Zeit so ein bisschen Musik. Das war total schön.